Frau Ammann begrüßt Frau Kowalska herzlich. Bereits seit einer Woche durfte die neue Mitarbeiterin, Frau Kowalska, die verschiedenen Bereiche des Seniorenheims als Beobachterin kennenlernen und ist nun in der Lage, ihren ersten eigenen Patienten zu betreuen. Frau Ammann hat heute den Pflegebericht vom Krankenhaus für die Patientin Posel erhalten, die sich gerade von einer Hüftoperation erholt. Frau Ammann bespricht den Bericht zusammen mit Frau Kowalska, um Probleme zu klären und gleichzeitig einen Plan zum weiteren Vorgehen zu erstellen. Dabei sollen sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele festgelegt werden. Gelegentlich hat Frau Kowalska zwar noch kleine sprachliche Schwierigkeiten, dennoch ist Frau Ammann von der neuen Mitarbeiterin überzeugt und bietet ihr jederzeit ihre Hilfe an. So, Frau Kowalska, Sie arbeiten jetzt seit einer Woche in unserem Seniorenheim und haben bereits die verschiedenen Aufgabengebiete kennengelernt. Ja, das ist richtig. Nun sollten Sie in der Lage sein, selbstständig Patienten zu betreuen. Trauen Sie sich das zu? Ich habe ja schon in meiner Heimat 5 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Der Umgang mit Patienten ist daher nichts Neues. Aber mit den ganzen Unterlagen tue ich mir noch schwer. Mir wurde mitgeteilt, dass heute Nachmittag eine neue Patientin vom Krankenhaus übergeleitet werden soll. Sie hat eine Hüftoperation hinter sich. Außerdem habe ich das Stammblatt erhalten und möchte es mit Ihnen besprechen. Ach, hier ist es. Der Name der Patientin ist Clara Posel. Bitte sehen Sie es sich genau an. Ich möchte sicher sein, dass Sie alles verstehen. Das sind die Patientendaten, Name, Geburtstag, Anschrift und so weiter. Das ist klar. Aber was bedeutet Konfession? Die Konfession drückt aus, welchen religiösen Glauben Sie ausüben. Aha, danke. Und dann kommen die Informationen zur Krankenkasse. Was sind das für Abkürzungen? Die Abkürzungen sind Namen verschiedener Krankenkassen. Sie müssen die zutreffende ankreuzen und die Versicherungsnummer angeben. Bitte füllen Sie das gewissenhaft aus, da die Buchhaltung diese Angaben zur Abrechnung benötigt. Die nächsten beiden Absätze verstehe ich und danach stehen die Informationen für den Allgemeinzustand und medizinische Daten. Frau Posel hatte also vor einer Woche eine totale Endoprothese. Zudem hat sie Diabetes und eine Visusminderung. Was ist das? Eine Visusminderung ist eine Verschlechterung der Sehleistung. Wir können davon ausgehen, dass Frau Posel unter der altersabhängigen Makuladegeneration leidet. Das ist eine fortschreitende Schädigung des Epithelgewebes sowie der Photorezeptoren in der Netzhaut. Wie ausgeprägt die Sehschwäche ist, müssen Sie erfragen. Gut, weiter kann ich lesen, welche Medikamente sie einnehmen muss und welche Zusatzinformationen wichtig sind. Sie bekommt also Insulin, Heparin gegen Thrombose und Schmerzmittel. Durch die Operation leidet sie an gelegentlicher Inkontinenz und aufgrund der Diabeteserkrankung benötigt sie spezielle Kost. Ihre Blutzuckerwerte sind momentan aber stabil. Genau. Zuletzt finden Sie noch die übrigen Pflegeinformationen. Diese beziehen sich vorwiegend auf die Grundpflege und dürften Ihnen bekannt sein. Bevor Sie die Patientin übernehmen, möchte ich noch gemeinsam mit Ihrer Hilfe einen Maßnahmeplan entwickeln. Wir setzen Nah- und Fernziele fest. Um die Patientin optimal zu betreuen und eine rasche Genesung zu fördern. Was schlagen Sie also vor? Übungen für die Beinmuskulatur sind in diesem Stadium besonders förderlich für den Heilungsprozess. Es wäre deshalb gut, mit einem Physiotherapeuten zu kooperieren und die Prothese so gezielt zu stabilisieren. Auch wenn die Patientin wieder mobilisiert ist und sich selbstständig mit Gehstützen fortbewegt, sollte eine angemessene Thromboseprophylaxe durchgeführt werden. Ich würde gerne die weiteren Maßnahmen der stationären Rehabilitation mit Frau Posel besprechen und organisieren, da ich erfahren will, was sie selbst zu einer schnellen Heilung beitragen kann. Bitte denken Sie auch daran, Frau Posel nochmal aufzuklären.
Sie sollte starke Beugung vermeiden und sobald sie sich hinsetzt oder aufsteht, das gesunde Bein belasten. Gehen darf sie nur mit Gehstütze. Sie hatte erst vor einer Woche die Operation im Krankenhaus. Die Wunde ist noch nicht vollständig verheilt, darum sollte sie die Beine nicht übereinander schlagen, sich nicht tief bücken und hocken. Füllen Sie deshalb täglich die Wunddokumentation aus. Vergessen Sie nicht, den Verband danach zu wechseln. Überprüfen Sie, ob ein Exsudat austritt. Ja, selbstverständlich. Dann haben wir alles geklärt. Sollten Sie weitere Fragen haben, bin ich bis 18 Uhr im Stationszimmer. Ich werde Ihnen nun die Patientin vorstellen. Sie wartet bereits seit einer Viertelstunde in der Cafeteria. Überprüfen Sie mit ihr bitte den Aufnahmebogen.